liebe Zuschauer. Heute haben wir mal einen ganz besonderen Gast wieder. Den kennen wir ja schon mal. Gerold, mein bester Freund hier in Thailand. Ja. Heute wollen wir mal so ganz andere Sachen sprechen. Wie sieht's aus mit Freundschaft in Thailand? Wie sieht's aus mit Hilfeleistung in Thailand mit anderen Europäern? Heute nehmen wir den Europäer mal in ins Auge, ins Visier, wie man so schön sagt. Aber nach dem Intro. Wie gesagt, wir sind halt beim Käffchen da und später essen wir noch was Gutes. Ich bin gespannt, was unser Kauwand da macht. Ne? Aber heute will man mal erzählen, wie war das mit dem Stammtisch? Was haben wir da erlebt? Was hat man ihm da gefallen? Was nicht? Ich stehe jetzt auf, fang einfach mal an, Gerold, weil du warst ja eigentlich einer von der Ersten von dem Stammtisch. Ja. Wie war denn das so? Wie bist du denn dazugekommen? Wie haben wir das gemacht? Mittwochs ist in Soldau Markt. Aha. Und ich war ja, wie du auch, Käufer-Fan und habe gewusst, dass auf dem Markt kann man Koi kaufen. Ja, ja. Dann bin ich auch am 7-Eleven vorbeigelaufen, da war ich noch fit und hat da ein Verlangen gehabt. Ah, das war dann der Schrotthändler, gell, der erste? Ja, das war der Schrotthändler. Genau, ne? Richtig. Und dann sagt er, er kommt jeden Mittwoch daher und trinkt Kaffeechen und isst Kaffeestückchen. Aha. Dann habe ich gesagt, oh, super, können wir uns mittwochs als treffen. Ja, ja. So, und dann habe ich also mittwochs getroffen und zu zweit oder wie es weitergegangen? Ja, am Anfang der Schrotthändler und ich. Mhm. Und man hat sich dann noch Erfahrungen und ausgetauscht. Ja, ne? Das ist ja der Zweck von so einem Stammtisch. Ne? Ja, muss ja erst, das muss ja erst ein bisschen passen. Natürlich, klar. Nicht jeder verlangt, der ist auch mal klar geworden. Ne? Ich meine, man muss nicht jeden als Freund nehmen, wo man nicht unbedingt muss. Ne? Ja. Also ich meine, man kann die Freunde immer noch aussuchen, klar. Das war halt mittwochs und man wollte auch mal andere Gespräche. Ja, der Schrotthändler ist auch ein sicher ganz lieber Kerl. Also ja, das war ja auch so. Ich habe mich gern zu ihm gehockt. Mhm. Wir haben uns auch angefreundet, jahrelang. Waren wir ja auch mal unterwegs gewesen. Ja, ja. Und ja, es ist darum gegangen, man kann mal mit jemandem erzählen. Das ist ein wichtiger Standpunkt, ja. Wir haben dann über Sachen erzählt, die einem in Thailand gefallen und nicht gefallen. Ja, ja. Ja gut, das sind so die Dinge, wo man halt so erzählt und ein Europäer, gell, wo einem auch interessieren. Gell. Ja, er war auch weltgewandt ein bisschen. Mhm. Man hat sich kennen mit dem Unterhalten. Ja, und wenn dann einer vorbeigelaufen ist, ein Verlang, dann hat man ihn angesprochen. Manche, die haben noch nicht einmal geschnappt oder ja, ja. Irgendwas, du kalt. Stimmt, ich kenne das auch. Wo das man denkt, ist freundlich und lächelt und sagt Hallo und kommt noch nicht einmal ein Hallo zurück. Das habe ich auch schon erlebt. Man denkt ja dann, was ist das für ein. Ja, da ist er so. Hätte ich den jetzt Begriff da? Ja. Okay, wir haben uns als Mittwochs getroffen. Am Anfang, wie gesagt, der Schrotthändler. Dann ist der Handballer dazugekommen. Ja, der Handballer, ja, richtig. Mhm. Ja. War eine lustige Runde. Also. Okay, ja. Und dann bin ich ja schon dazugekommen. Ne? Dann war ja, ich ja schon. War ne? Schon du dann hast dabei, wenn du da warst. Ja, ja. Ich war ja, ja halb Jahr immer in Thailand, dann bin ich auch dazugekommen. Hat mir auch gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich eigentlich auch bestrebenswert, so eine deutsche Community eben aufzuziehen, wo man in der Halle kann, wo man sagen kann, komm, wir machen mal ein Festchen zusammen oder man trinkt mal ein Bierchen zusammen ja, oder man trifft sich halt auch nur auf dem Markt, wenn es eben nicht ganz so 100% passt. Ja, es hat auch nicht jeder gerade so Zeit. Klar. Und Renten haben meistens keine Zeit, das kenne ich. Also, ich habe noch keiner gesehen, wo Zeit hat. Ja, das ist klar. Wie ich
Rentner war, das war, weil er hätte die Zeit. Das war der hätte die Zeit, kann man gut vorstellen. Da ist die Kill, hat ja gar nicht geruht. Ja gut, halt in Deutschland. Ich meine, ja, in Thailand war es ja nicht rum. Ja, da hast du das ist ja quasi nur noch geruht und im Garten geschafft. Ne? Ja, ich habe mich dann als gefreut. Auf deinem Mittwoch. Stimmt. Ja, ich mich dann auch. Ich habe dann auch immer geguckt, dass ich eigentlich kein Mittwoch verpasse. Ja. Aber irgendwie ist mir das Gefühl so gekommen, je gräser das weiß, desto mehr sind dann da Leute zukommen, wenn ich nicht so zufrieden bin. Die, wo oder er nicht mit gepasst denen, oder nicht so. Aber gut, das hast du dann halt hingenommen am Anfang. Ne? So. Was gesagt über die Frauen, wo da vorbeigelaufen sind, ja, dem hätte ich keine gleich, muss schon auf die Kuh schauen. Ja gut, das im Deutschen, das war ich noch okay. Versteht keiner so, denkt man zumindest. Ja, aber für mich war ja, das ja gleich. Stimmt, ich weiß das. Mir ich verhalte mich doch so eine Frage gegenüber nicht. Mir oder? Ist das ganz genauso gegangen, gebe ich da recht. Aber für mich war noch viel schlimmer. So manche waren dabei, die haben gedacht, oh, sie kennen Papua Thai und haben dann auf Thailändisch Wörter gesprochen, wo du denkst, mein Gott, muss man sich so benennen. Weil das hat mir einfach nicht gefallen. Du wolltest nicht haben, dass du die sprichst Thai. Du hast gewusst, was da loslässt. Ich hock da. Ja, aber der selbst hat es, glaube ich, nicht gewusst. Gott, hat das nicht gewusst. Da hat das Wort irgendwie aufgeschnappt und findet es lustig oder hat irgendjemand drüber gelacht und hat das halt irgendjemand bekommen. Hättest du dich nicht aufgeregt? Da hätte ich, weil der ja, so mach ich dann sowas her, der dumm gebabbelt hat. Man hat dann das Gefühl, Mensch, jeder denkt jetzt, du bist genauso Idiot wie der. Ja. Das hat mir einfach echt total gestunken. Ich wollte nicht so hingestellt werden. Ich wollte nicht so hingestellt werden, wie wenn ich so einer rüberkomme und rennte kleine Mädchen, wo ich da denke, der Ende da ist, da hat ein kleines Schulmädchen noch gepifft und hat gemeint, wenn das Mädchen dann mal gelacht hat, Teil in der Lache halt auch gern, da hat er gleich gemeint, was für ein cooler Mann er ist, so 70-jähriger ja, Depp, muss ich auf Deutsch sagen. Mit denen habe ich mich, Karl, nie wirklich. Ja. Nee. Nie wirklich. Ja, dann stehen wir nicht zusammen. Mehr war das peinlich, wie sich manche ausgedrückt haben, benommen haben. Das hat man ja erst gemerkt, wo man sich ein paar Mal getroffen klar, hat. Das ist richtig. Da hat man ja keine davor Sorge, dass die nicht mehr dazukommen. Jo, naja gut. Also, hat sich dann so ein eiserner Kern, hat sich da rausgeschält und die anderen, die waren mal spontan dabei. Da haben wir gar keinen Wert drauf gelegt. Aber an dem Stammtisch hat man ja Dinge erfahren, die man gar nicht gewusst hat. Visa, Verhalten auch Familie gegenüber. Und da muss ich ja sagen, da warst ja du immer mein Pol. Was du gesagt hast, das war für mich maßgebend. Ja, ich habe halt mich immer darum gekümmert, dass ich immer. Gut, durch die Sprache, muss man einfach so sagen. Durch die Sprache hast du vieles eben mitgekriegt, was du als Normaler nicht mitkriegst, wenn du es nicht verstehst. Ganz einfach. Das fängt an den Familienverhältnissen an, das fängt am Umgang mit den Thailändern an und alles. Ne? Aber ich denke, wenn man sich doch für die Kultur ein bisschen interessiert, dann soll man sich doch ein bisschen hinschaffen. Ich meine, wenn man die Möglichkeit hat, verstehst du? Ich meine, Gero, du kannst zwar kein Thai sprechen, aber du verstehst viele Wörter, wo du weißt, wie sie umzusetzen hast, wo du weißt, was ist gemeint. Die sind positiv oder negativ. Ja, Gero, da sind aber dann schon mindestens mal 20-30%, wo ich sagen kann, du gibst dir Mühe. Ich meine, dein Alter ist ja nicht mehr so einfach. Ich habe mit 34 Jahren angefangen. Das ist eine ganz andere Sache. Das muss man dazu sagen. Und dann die Betonung. Ja, das ist für mich... Ma. Ja, da gibt es 5 Ma. Und sind 5 verschiedene Begriffe. Das ist schwierig einfach, das ist richtig. Und ich das als nicht richtig ausgedrückt, das Ma oder betont. Ja, hat mich mein Schatz als ausgelacht. Ne? Ja. Und dann war das für mich, ich heb mich hin rum. Ja, wie gesagt, es ist halt so, man muss nicht 100% sprechen können. Nee. Das kann nicht jeder, muss auch nicht jeder. Aber ich sehe zumindest ein paar ansatzweise Sachen eben wissen, was es heißt, was es bedeutet. Oder dass ich zumindest mich ein bisschen artikulieren kann. Mehr lang das, was ich sprechen kann und verstehe, weil es wird ja manchmal so ein Blödsinn gebabbelt ohne Thailänder, dass du das gar nicht richtig zuordnen kannst. Ja gut, das ist richtig. Sie sind doch ein bisschen wie Kinder, muss man auch dazu sagen. Das habe ich keine gar nicht verstehen, warum erwachsene Leute sowas erzählen. Und ne? Jetzt dort drüber noch lachen. Ja. Ganz fricht und herrlich. Ne? Ah. Hey, klar. Andere Welt, anderes Verständnis. Aus dem Grund habe ich mich auch gar nicht groß angestrengt, Thailändisch zu lernen. Ja. Sondern das, was ich brauche,
Das habe ich mir angeeignet. Das ist ja schon gut, Georg. Das und ist okay. Ja das Mindeste, was man haben soll. Verstehst du? Mei, Angelie hat Deutsch gesprochen, nur war das für mich thailändisch gar nicht so dringlich. Ja? Ich habe mich mit anderen nicht unterhalten, sondern nur mit der Angelie. Fertig aus. Gut, das ist Aussichtserhalten. Für mich ja, war das ganz wichtig. Ich du wollt, bist ja auch ein paar Jahre jünger. Das ist das. Das ist die Geschichte. Da gebe ich dir recht. Deswegen sage ich ja, wenn man ein bisschen älter ist, fällt es einem schwerer. Und dann kann man das auch nicht so lernen, wie man jünger wird. Verständlich, gar keine Frage. Aber wie du es auch hast, 20-30%, die hast du. Fertig. Ja. Wenn du irgendwo hingehst, du kannst was zu essen bestellen, du kannst was zu trinken bestellen, du kannst inkaufen. Ja. So. Und wenn der einer so dumm kommt, wäre schon auch was zum Sagen. Das ist in Ordnung so. Verstehst du? Was mich halt, weißt du, Gerold, es ist ja so, du weißt halt, das muss man einfach dazu sagen, du weißt von den Thailändern einfach anders angesehen, wenn du sie verstehst. Ich muss nur an deinen Fall denken, von dem Ende, wo du da kennst, wo dich da so ein bisschen runtergemacht hat auf Thailändisch und du hast gar nicht so, du hast eigentlich nicht gewusst, was er sagt. So, ja. Bis ich deine Typen mal getroffen habe und das mitgekriegt und haben dann mal runtergemacht. Weißt du, was noch an der Baumstelle? Dem habe ich so an den Latz gehabt, dem habe ich so Sachen erzählt, also auf Thailändisch. Ich will das jetzt nicht wiederholen, ich will deine Mondo auch jetzt nicht wiederholen, aber ich habe auf jeden Fall die richtige Meinung gesagt. Zack, bum, bang, war's. Kollege war beim Gott, Kollege war Thailänder, war noch beim Gott und hat er gesagt: Oh, war ja schon mal vom Verlangen richtig gekriegt. Das war so ein Großmal, dem habe ich es einfach mal so und das war noch Familie. Verstehst du, was spricht der so abfällig über mich klar, und dich? Stimmt, und das dürfte nicht sein, ne? Aber es ist eben so, es gibt in jeder Part gibt's Dummschwätzer. Ich habe dann... In Thailand wie in Thailand. Aber gut, gehen wir weiter zum Stammtisch. Wenn das andere habe ich jetzt bloß mal so nebenher erwähnt, weil das eben Dinge sind. Das so sind halt Dinge, die man am Stammtisch erfahrt und jetzt halt uns infällt, was da so passiert. Klar, ne? Ist richtig. Ne? Stammtisch, also ich habe keine nicht abwartet, dass es Mittwoch kommt. Ich habe es auch ganz positiv immer gesehen, habe mich einmal drauf gefreut, ja. Bis das mir zu euch ausgeartet ist. Ich habe mir keine, Karl, entschuldige, wollte ich unabhängig. Ich habe mir keine Koi gehabt, ich habe mir keine Orchidee gehabt, so wie ich das wollte. Und entweder bin ich gleich über den Markt gelaufen, an Karf, habe es dort hingestellt und dann an den Stammtisch. Und im Nachhinein, wenn ich heim bin, habe ich es keine mitnehmen. Es war ja. Am Anfang haben wir keine Dinge gekauft, die kosten bei uns wahnsinnig Geld. Klar, natürlich. Eine Keuche. Da war es noch was Besonderes. Ah jo, Dinge, ne? Eine Keuche, 15 cm oder 20 cm, 60 Bar, noch keine 2 Euro. Bei uns bezahlt 14, 15, klar, 18. Klar. Also, das war schon schön gewesen, der Mann. Und der Stammtisch, ich wiederhole mich da, hat ja dann gewisse. Dinge, die man erlebe und die man brauche in Thailand, sind ja da auch besprochen. Das war das Gute, das hat mir immer gefallen dran. Und man hat seine Erfahrung halt genau aus der Hause. Ne? Das Wichtigste war ja mit dem Visa. Man muss da so viel erfüllen und, dass es gar nicht so einfach ist, wenn man in Thailand diese Visa zu kriegen. Ja, wie gesagt, wenn man halt immer weiß, wie es geht und alles, bis man mal die Richtlinie halt aussagt. Es ändert sich ja ständig irgendwas. Jo, wie gesagt, also mit dem Stammtisch, das war eine tolle Sache, habe ich wirklich ganz toll genossen am Anfang. Bis dann so ein paar Idioten dabei waren, wo das einfach aus. Das war dann das war nicht mehr so. Das hat mich auch gestört. Das war dann, da haben sie immer über die kleinen Mädchen gepifft und dumme Sprich gemacht und das doofe Teil, was sie gekonnt haben, haben sie rausgelassen, wo du gedacht hast, Mensch, hätte ich schon was Anständiges gelernt zu sprechen, ja, wie so Mist, verstehe. Das hat mich gestört. Da haben sie eher Charakter gewesen. Ja, genau. Und wenn ich dann sie, Gerold, wenn ich dann sie. Wir haben ja dann Festjahr gefeiert. Ich habe da eine Party gefeiert, am Pool, eine schöne Poolparty gemacht. Ich habe ein Buffet gemacht und alles, dann wäre ich es ja auch noch. Jo. Ich habe ein schönes Buffet gemacht und alles, haben sie eingeladen. Bei uns war immer alles, war alles da. So ist es, genau, so ist es. Also auf jeden Fall, dann ist der Typ gekommen, unser Handballer ist gekommen, wenn ich da denke, hat gleich einmal einen Fahrer mitgenommen, dass ich anständig die Kippe gehe, dass er sich anständig in der Zugkippe kann, hat der Fahrer mitgebracht. Gut, dann habe ich dann auch mitverkischt. Ich scheiß drauf, auf eine Person kommt es mir nicht auf. Oh, wir kein Problem ist. Da hat seit drei Kinder mitgebracht, seit zwei Erwachsene sehen, wo der End 18 war und dann einer 21, habe ich auch kein Problem damit gehabt. Sei Frau gleich gesagt, oh, das war so schön, das können wir immer, können wir öfters machen. Ja, das öfters, aber bei anderen. Bei uns, genau so. Oder bei uns halt. Ne? Bei uns. Und das wollte ich dann einfach nicht. Ich habe dann einfach gesagt, das hat das.
ich hehe mit dem Stammtisch auf. Das, ich suche mir mal, ich hock lieber mit dir und trinke mit dir noch feste Kaffee, komme ich anständig mit dir in der Halle. Da auch mich nicht so schäme vor anderen Leuten, wegen so Idiot, das war mir so viel. Der Stammtisch gibt's nicht mehr. Ja, gibt's nicht mehr, klar. Fertig. Richtig. Weil dann jeder von den Einzelnen, wo eigentlich der Kern war, die haben es schon einen oder anderen gelöst. Das war etwas. Ja, weil das eben nicht mehr so gepasst hat. Ja. Da sind Dinge geäußert worden, ganz schlimm. Und ich da noch an den Architekten denke. Ja. Den habe ich euch im Real Talk das letzte vorgestellt. Das war der Architekt, der arme Deibel, muss ich sagen. Ja, der hat es fertig gebrungen zu sagen, dass wir nicht seine Grabenlänge sind. War der so eingebildet? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Das hat er gesagt. Ehrlich. Er kommt nur, weil er sonst nichts zu treiben hat, aber wir werden nicht seine Grabenlänge. Kannst du dir das vorstellen? Ja, das ist hart. Ach gut, mit dem Architekt, wie gesagt, habe ich damals mit dem ersten Besuch abgebrochen und gesagt, ja, das tue ich mir nicht auch durch. Wenn das kann ich im Real Talk gehen, ins letzte Video im Real Talk nehmen, da habe ich das mit dem Architekt gesagt. Und so hat jeder Ball mit der Zeit sein Gesicht gezeigt, ja, was mir nicht mehr gefallen hat. Gut, wie gesagt, mich hat es halt hauptsächlich. Wenn ich an den Handballer denke, da ist ja, mir, über den habe ich so viel, da habe ich so viel mitgemacht mit dem Typ. Aber das ist eine ganze Geschichte wert. Das erzählen wir aber beim nächsten Mal, weil der Handballer, ja leid, da stehen eigentlich die Hohe zu beichen, was ich mit dem alles erlebt habe. Das alle hopp dann, bis zum nächsten Mal, das war's jetzt halt, Kaffeeklatsch mit Gerold und Karl. Und wir hören uns nächstes Mal, wenn es euch gefallen hat, ihr schön Daumen hoch machen, Kanal abonnieren und am besten wiederkommen. Ja? Und wir freuen uns auf unseren nächsten Talk miteinander, unser nächster Kaffeeklatsch dann und sagen mal als erstes ciao, ciao, tschüssi. Es gibt ja so viel zu erzählen. Ja, da haben wir noch einiges. Bis zum nächsten Kaffeeklatsch. Ciao. When I go to Thailand, I learn to speak some Thai. I cannot eat spicy food, so I sip it my dai. I want to do some shopping, I ask how much tarai. But paying the price is very high, so I say lot dai mai.